Jedes Jahr vergibt der Deutsche Bundestag das internationale Parlamentsstipendium an 115 qualifizierte, politisch interessierte junge Menschen aus den ehemaligen Ostblockländern. Hiermit ermöglicht der Deutsche Bundestag den jungen Mittel-, Ost- und Südeuropäern, ihre Länder zu verlassen und 5 Monate lang in einer zivilisierten Welt zu leben. Aber die Zivilisation ist natürlich auch vertreten, und zwar durch Frankreich und die USA. Aber an dieser Stelle gibt es ja wohl andere Gründe für diese Zusammenarbeit. Zum Beispiel lernen die Franzosen Deutsch ohne Akzent zu reden. Und die Amerikaner stellen fest, dass es auf der Weltkarte andere Länder außer die USA gibt. Es ist manchmal langweilig hier in den Ausschüssen, aber man kann auf der Besuchertribüne sitzen, neue Praktikantinnen kennenlernen und auch ein paar Telefonnummern sammeln. Ich glaube, das ist gut und geil. Also meine Motivation für dieses Stipendium? Wohnung in Berlin, 400 Euro Taschengeld, Bundestagshausausweis und Fotosessions mit bekannten Politikern. Das ist ein sehr intensives, aber auch sehr buntes Programm. Man kann sehr viele Kontakte knüpfen, ganz interessante Leute kennenlernen. Ich bin zum Beispiel seit 2 Wochen verlobt. Wenn es weiter in diese Richtung geht, kriege ich meine Aufenthaltserlaubnis verlängert. Ich mag vor allem das Rollband hier. Man bleibt stehen und kommt trotzdem voran. Ich fahre hier täglich. Täglich. Von den Stipendiaten einen Brief bekommen. Sie beschweren sich. Sie wollen einen eigenen Arbeitsplatz und mehrere Aufgaben. Sie wollen das Abgeordnetenbüro wechseln. Was wollen Sie denn nächstes Jahr? Eine Limousine mit Chauffeur, Leibwächter, Diensthandys? Komisch, was soll das? So vieles hat sich hier verändert. Als mein Opa da war, stand hier eine andere Fahne. So ein Stipendiat benötigt so viel Aufmerksamkeit, dass die Abgeordneten deswegen das Plenum vernachlässigen. Na, schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich das bitte mal an. Keine Spur von Arbeit. Menschenleer einfach. Das nervt mich schon. Ich habe den Eindruck, ich bin ja der Einzige hier, der hier was macht. Wo sind denn die anderen? Legalize Marijuana. Naja, okay. Worüber haben wir gesprochen? Ja, genau, IPS. Also, wir verbinden damit die Hoffnung, dass einige der jeweiligen Praktikanten... Sorry, Stipendiaten, das sind ja keine Praktikanten. Nach diesem Praktikum, nach diesem Stipendium, in ihre Heimatländer zurückziehen und nicht alle hierbleiben. Das war eigentlich nicht die Idee. Das Angebot dieses Stipendiums ist umfangreich und umfasst alle wesentlichen Schritte der parlamentarischen Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich bin dabei, weil ich auch unterschiedliche Aufgaben bekomme. Ich kann Kaffee im Namen des Bundestagspräsidenten kochen und auch an Veranstaltungen, wo der Bundestagspräsident teilnimmt, seine Mappe tragen. Ansonsten sitze ich so mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern rum. Aber ich darf auch kopieren und Post holen. Und jetzt Verwandte Nummer 13, mein Cousin aus Dnipropetrovsk. Hallo Andrei, komm doch mal ins Facebook. Ich zeige dir ein geiles Foto von mir und Schröder. Die Stipendiaten bilden Netzwerke, die weit über den Zeitraum dieses Stipendiums hinausreichen. Hier machen die IPS-Alumni 1960 ein gemeinsames Foto und versuchen sie hier wiederzuerkennen. Schon wieder Montag, schon wieder Kater. Adalbertstraße Party. Eiswürfel. Wie bin ich denn nach Hause gekommen? Diese 3 Berliner Universitäten geben den Stipendiaten Gelegenheit, 3-tägige Wochenenden zu haben. Auf den Seminaren, wo die Stipendiaten immer ein paar Kilos zunehmen, müssen sie auch jeden Tag gegen die deutsche Pünktlichkeit kämpfen. Schlaf, mein
Kindchen, schlafe ein. Die Nacht, sie schaut zum Fenster rein. Sie lernen sich während der Reise gegenseitig kennen. Am Ende kennen sie einander besser. Viel besser. Ich bin dadurch europäischer geworden, also ich klaue nicht mehr so oft im Laden. Ich bezahle einfach für die Sachen, die ich haben will, was früher nicht der Fall war. Dieses Stipendium, dieses Programm war für mich eine außerordentliche Erfahrung. Ich bleibe hier auf jeden Fall. Danke, Deutschland!